Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend. Ich will mich gleich im Vorhinein bei Ihnen entschuldigen, wenn ich einen Hustenanfall bekomme. Ich kann nichts dagegen tun, ich habe Bronchitis. Und manchmal geht es eine Stunde lang gut und manchmal geht es gar nicht gut. Also sollte ich einen haben, dann wissen Sie wieso. Und der geht leider nicht ganz schnell vorbei. Wir sind immer noch mit derselben Lehrrede beschäftigt, mit der wir angefangen haben. Das ist die 11. Teil heute. Und für diejenigen, die an den Mittwochabenden hier waren, die wissen, wie sie heißt und um was es geht. Für die anderen, die Lehrrede heißt, ohne Übung kein Fortschritt. Und in dieser Lehrrede werden alle 37 Erleuchtungsfaktoren besprochen. Sie sind Faktoren, die wir üben, wenn wir es ernst meinen, uns aus dem menschlichen Dilemma, wie aus einem Sumpf zu erheben und die höheren Ideale in unserem eigenen Herzen zu verwirklichen, dann müssen wir diese Faktoren alle üben. Sie sind öfter mal sogar doppelt. Das heißt also, es bleiben gar nicht dabei 37 übrig. Und man kann auch sehr gerne mit einem davon anfangen. Man muss nicht alle 37 auf einmal üben. Aber irgendwas muss man üben. Und das tut man nur, wenn man das menschliche Dilemma erkannt hat. Und nicht glaubt, dass man ein persönliches hat. Solange man glaubt, man hat ein persönliches Dilemma, macht man bestimmt nichts. Das Einzige, was man macht, man versucht, das, was man glaubt, dass die Ursache dieses persönlichen Dilemmas ist, entweder loszuwerden oder zu beschimpfen. Letzteres vor allen Dingen. Ganz beliebtes Gesellschaftsspiel. Es nutzt nichts. Es nutzt keinem was. Es macht die Sache im Gegenteil noch schlimmer. Erst wenn wir erkannt haben, dass Menschsein in des Buddhas Worten Dukkha haben bedeutet, das heißt, ein Dilemma haben, alle Existenz ist mit Dukkha behaftet. Alle Existenz, weil sie immer sich zu andauernd verändert und nie ganz erfüllend ist, hat daher irgendetwas, was uns nicht beglückt. Erst wenn wir sehen, dass wir kein persönliches Dilemma haben, sondern ein universelles. Und dann geht der Kopf schon gleich und sagt, ja, aber was mir passiert ist, das passiert doch sonst keinem. Garantiert. Ist auch schon anderen passiert. In den 5 Millionen Jahren der menschlichen Geschichte ist bestimmt schon sehr vielen Leuten passiert. Wir haben nichts speziell Furchtbares. Wir haben dasselbe Dilemma wie jeder andere Mensch. Und wenn wir das erkannt haben, dann allerdings machen wir uns auf den Weg. Und dann meinen wir es ernst. Aber nur wenn man es ernst meint, würde man diese Dinge praktizieren. Wenn man es nicht ernst meint, ja, dann hat der Buddha uns mit 4 verschiedenen Arten von Tongefäßen verglichen. Die erste Art des Tongefäßes, die hat große Löcher. Wenn man da frisches Wasser hineingießt, dann läuft es gleich wieder raus. Ein Rohr rein, andere raus. Zweite Art von Tongefäß hat Risse. Da sickert's raus. Das frische Wasser. Die wahre Leere wird hineingegeben und dann sickert sie raus. Bis zum Auto oder bis nach Hause oder bis morgen. Weg. Verschwunden. Wovon hat die eigentlich geredet? Das war ganz interessant. Aber was war es denn eigentlich? Irgendwas mit Dukkha. Das dritte Tongefäß ist bis oben ran voll. Da kann man nichts Frisches dazugießen.
hat absolute Meinungen, weiß sowieso, um was es geht, hat bereits sämtliche philosophischen und spirituellen Bücher, die man nur finden kann, gelesen und weiß Bescheid. Und hört sich noch was dazu an, kann man nichts reingießen. Und dann gibt es natürlich eine Art Tongefäß, hat weder Löcher noch Risse und ist leer. Da kann man frisches Wasser hineingießen und damit kann man was anfangen. Leer von Meinungen, leer von Ansichten, leer von Beurteilungen, leer von Verurteilungen. Wenigstens mal eine Stunde lang. Überhaupt nichts beurteilen. Ganz leer. Nur mal sehen, um was es eigentlich noch gibt auf der Welt. Was eigentlich anderes noch gibt. Es gibt nämlich ganz was anderes als das, womit sich die Menschen beschäftigen. Aber man muss ja gutes Karma haben, um daran zu können, an das andere. Und sie alle haben das gute Karma. Sie sind hier und sind an das andere, sind stehen vor dem anderen. Dann kommt es auf jeden an, was er damit macht, und mit dem anderen natürlich. Diese ohne Übung kein Fortschritt, so sagt der Buddha, so sehr auch ein Mensch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz vom Dukkha befreit werde, so wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und die Entfaltung ist in die 37 Erleuchtungsfaktoren. Und dann gibt er ein Gleichnis. Er hat mehrere Gleichnisse in dieser Lehrrede. Das Netteste ist das von der Henne, aber das habe ich schon zu oft vorgelesen. Das kann man nicht normal lesen. Wie wenn einem Tischler oder Tischlergesellen der Griff seines Beils abgenützt ist, sich Fingerabdrücke zeigen, er dennoch nicht weiß, dass heute so viel, gestern so viel und zu anderer Zeit so viel vom Beilgriff abgenutzt wurde, sondern er eben das, was abgenutzt ist, als abgenutzt erkennt. Ebenso auch steht es mit dem Menschen, der Geistesschulung pflegt. Wenn er auch nicht weiß, dass ihm heute so viel, gestern so viel und zu anderer Zeit so viel von den Leidenschaften geschwunden ist, so erkennt er doch das Geschwundene als geschwunden. Geistesschulung bedeutet also, dass wir losgelassen haben. Losgelassen von unseren gewohnheitsmäßigen Reaktionen und Anhaftungen. Aber wir brauchen dazu nicht zu wissen, genau wann und wie viel, sondern wir spüren nur, es wird uns leichter ums Herz in allen Situationen. Wir müssen nicht immer die Situationen ändern. Wir haben das Herz geändert. Und das ist Geistesschulung. Übrigens ist das Wort Geist und Herz beides das gleiche in der Pali-Sprache und kann daher alternativ benutzt werden. Wir sagen manchmal Geist, manchmal Herz. Der letzte von diesen 37 Erleuchtungsfaktoren, die in sieben Teile geteilt sind, ist der edle achtfache Pfad. Der edle achtfache Pfad ist sozusagen ein in Telegrammstil gehaltener Anweisung, was zu machen ist. Wie man es am besten macht, um Ruhe und Frieden zu erreichen und dadurch eines Tages volle Freiheit. Volle Freiheit von was? Volle Freiheit von Dukkha. Volle Freiheit von allem, was einen belastet. Von jeder Möglichkeit der Belastung. Und das ist das Ausschlaggebende daran, dass die Möglichkeiten der Belastung ja unendlich sind. Und im Allgemeinen suchen wir uns auch noch welche dazu. Wir haben noch gar nicht genug, wir finden immer noch welche. Alles, was nicht eventuell nicht ganz so läuft, wie wir es gern hätten. Oder aber, sollte es schon so laufen, wie wir es gern hätten, dann denken wir uns was Neues aus, was wir noch gern hätten.
was auch noch dazu kommen sollte. Der Geist ist sehr erfinderisch und fantasievoll. Und weil er so erfinderisch und fantasievoll ist, macht er lauter Fehler. Er sieht die Dinge nicht so, wie sie sind. Das ist ein Wort des Buddhas. Das Wissen und Sehen der Dinge so, wie sie wirklich sind. Heißt auf Pali Jnana Bhuta Jnana Dasana. Ist ein ganz berühmter Satz insofern, dass wenn man da mal hingekommen ist und die Dinge wirklich so sieht, wie sie sind, das Sprungbrett hat zur Freiheit. Aber nicht so sehen, wie der Nachbar sie sieht. Oder wie die Arbeitskollegen das sehen. Oder wie es in der Zeitung steht. Na, das um Gottes Willen nicht. Oder wie es auf dem Fernseher präsentiert wird. Oder wie wir es gern hätten, dass es nicht so sehen, wie es wirklich ist. Zum Beispiel, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, bedeutet etwas so Banales wie zu wissen, dass jeder Atemzug total vergänglich ist. Und wer kümmert sich darum? Ich will nicht sagen, keiner. Man soll das nicht so generell sagen. Aber wer? Dass jeder Atemzug vergänglich ist. Wer denkt daran? Wer denkt daran, dass heute der letzte Tag unseres Lebens sein könnte? Sehr wenige. Außer sie sind schon liegen im Sterben. Wer denkt daran, dass heute der erste Tag vom Rest unseres Lebens ist? Dass wir uns mal klar werden wollen, was wir eigentlich machen wollen. Vielleicht ein paar mehr Leute. Aber viele bestimmt nicht. Im Allgemeinen denken wir daran, was wir alles noch zu erledigen haben. Ist das wirklich interessant? Im Allgemeinen ist es nur belastend. Interessant kann es gar nicht sein. Und interessant kann es auch nicht für die Weltgeschichte sein. Es kann höchstens für einen selber sein, aber es ist auch für einen selber uninteressant. Das heißt also, wenn wir uns einmal vornehmen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, dann können wir mit einer Art der Hingabe praktizieren, die unbedingt nötig ist für einen spirituellen Pfad. Und das Wort spirituell ist nichts anderes wie ein Ersatzwort für religiös. Und das Wort religiös ist nichts anderes wie ein Ersatzwort für Vollkommenheit. Worte, wie es jedem passt. Wie jeder zu Hause gelernt hat, Worte zu benutzen. Sie sind nur dann bedeutsam, wenn wir sie mit dem Herzen spüren. Vielleicht können wir das Wort Vollkommenheit mit dem Herzen spüren. Mehr als nur das Wort hören. Und das Wort Religion, da sträuben sich schon die Haare, ne? Oder spirituell, dann denkt man eventuell ans Esoterik-Magazin. Stimmt alles nicht. Was immer es ist, was das Herz spürt, das ist es. Wenn sich bei dem Wort Religion das Herz öffnet, dann ist das richtige Wort. Wenn nicht, falsche Wort. Wenn sich bei dem Wort spirituell das Herz anfängt zu jubeln, ist das richtige Wort. Oder wenn der Geist aber sagt, ich bin ja gar nicht so materiell, falsche Wort. Man muss die Worte finden können, die einen berühren, die es möglich machen,
dass der Mensch, der ganze Mensch berührt ist, angesprochen wird. Die Worte sind nichts weiter wie Wegweiser, Fingerzeige, weiter gar nichts. Wir müssen sie benutzen, der Buddha hat sie auch benutzt. Wir haben 17.500 Lehrreden in dieser Tradition. Worte. Aber wer sie gesprochen hat, da hat die Kraft der Erleuchtung hinter den Worten gestanden. Und die Menschen, die das Glück hatten, diese Worte zu hören, sind sogar teilweise, natürlich nicht alle, aber einige, durch eine Lehrrede erleuchtet worden. Manche von euch kommen schon ein paar Jahre her am Mittwoch, ne? So schnell geht's bei uns nicht. Wir haben auch das falsche Zeitalter, aber keine Entschuldigung. Wir müssen unser Herz berühren lassen. Wenn das Herz nicht berührt ist, funktioniert überhaupt nichts. Durch den Kopf geht's nicht. Im Kopf verstehen wir zwar durch den Geist die Worte, aber das Verstehen genügt überhaupt nicht. Es ist ein Anfang. Wenn wir die Worte noch nicht mehr verstehen sollten, ja, dann wäre es natürlich, ja mal schade, sie überhaupt auszusprechen. Aber es genügt einfach nicht. Dieser edle achtfache Pfad besteht aus drei Teilen. So wie die ganze Lehre des Buddhas aus drei Teilen besteht. Die Lehre des Buddhas ist wie ein Gerüst, das er gebaut hat, und um das herum er die Einzelheiten gegeben hat. Dieses Gerüst heißt auf Pali Sila Samadhi und Panya. Tugendhaftes Benehmen, Konzentration und Weisheit. Samadhi ist Konzentration. In der Reihenfolge wird immer gesagt, Sila, Samadhi und Panya. Wenn er an die kleinen Schilder guckt, hier an den Zimmern, dann wird er diese drei Worte auch finden. Aber auf dem edlen achtfachen Pfad geht es nicht in der Reihenfolge. Da fängt es an mit dem Weisheitsteil. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir sozusagen die Weisheit mit Löffeln verschluckt haben müssen, wofür wir weitermachen können. Überhaupt nichts davon. Es bedeutet, dass wir Weisheit genug haben müssen, um zu wissen, dass auf der weltlichen Ebene keine Zufriedenheit, Vollkommenheit zu finden ist. Selbst unter den allerbesten Umständen. Der Buddha selbst war als Prinz geboren und im Luxus aufgewachsen, was zu seiner Zeit der größte Luxus war. Wir sind zwar nicht Prinzen und Prinzessinnen, aber wir haben einen unwahrscheinlichen Luxus in unseren Häusern und in unserem Leben. Wenn man mal gelebt hat in anderen Ländern, wo das nicht der Fall ist, kann man den Unterschied sehen. Hat man dort nicht gelebt, dann ist es absolut schwierig. Dann glaubt man, so muss es sein. Es ist vergleichbar mit dem Luxus, den der Buddha als junger Mensch im Palast seines Vaters erlebt hat. Er hat ihn daher nicht verworfen, aber er hat ihn abgelehnt. Und er hat auch das Gegenteil abgelehnt. Der Askese. Er hat auch probiert. Weil er durch die Askese den Körper so geschwächt hatte, dass er nicht mehr richtig meditieren konnte. Und durch den Luxus war der Geist so abschweifend,
man kann sagen geschwächt, dass er die Dinge nicht so sehen konnte, wie sie wirklich sind. Und daher heißt seine Lehre der mittlere Weg. Kein Luxus, keine Askese. Normal. Die Notwendigkeiten des Lebens haben. Schwierig hier. Was ist wirklich notwendig? Da empfehle ich sehr häufig, wenn man da sich für interessieren sollte, was ist wirklich notwendig, nach Hause zu gehen und die ganzen Schubfächer und Schränke aufzumachen und reinzugucken. Und ich nehme an, dass 90% der Sachen nicht notwendig sind. Man kann sie vielleicht sogar verschenken. Eine sehr interessante Sache zu tun. Notwendig, sagte der Buddha, ist die Nahrung für den Körper. Ein Dach über dem Kopf. Die Kleidung. Und die Medizin für den Körper, wenn er krank ist. Denn was wir noch alles außerdem haben, was man heutzutage dringend braucht, gab es zu seiner Zeit fast alles gar nicht. Ob wir das wirklich brauchen, sei dahingestellt. In dieser mittleren Weg, den wir also als eine Art Wegweiser benutzen können, können wir auch sehen, dass Enthaltsamkeit dazu gehört. Und wie immer loslassen. Nicht anhäufen, sondern loslassen. Nicht besitzen wollen, sondern verschenken wollen. Total anders als unsere Gesellschaft, nicht nur diese, jede Gesellschaft, es vorschreibt. Nicht besitzen wollen. Dann geht ja die ganze Wirtschaft flöten. Was soll denn daraus werden? Ja, was daraus eventuell werden könnte, eine etwas menschlichere Wirtschaft. Aber dazu muss man üben. Dieses Loslassen ist ein Teil der Weisheit. Und um diesen Pfad überhaupt ernst zu nehmen, kommt als erstes das Verstehen, dass so wie es ist, es nicht zufriedenstellend ist. Das heißt also, dass wir effektiv erkennen, dass wir nicht um uns herum etwas ändern müssen, sondern dass, wenn wir uns selbst ändern, das um uns herum sich automatisch ändert. Es geht gar nicht anders. Solange wir so sind, wie wir sind, dann ist das um uns herum auch so. Aber sollte es uns klar geworden sein, und das kann uns nur in dem eigenen Untersuchen und Kontemplieren klar werden, dass an sich wir vielleicht ja schon die Ambitionen, die wir hatten, erfüllt sind und wir dennoch diese innere Ruhe und den inneren Frieden, den wir angestrebt hatten, nicht haben, dann ist der Zeitpunkt gekommen. Der Zeitpunkt zu erkennen, es muss etwas anderes geben. Und es gibt etwas anderes. Das sagte ich schon. Und das gute Karma, das man gemacht hat, ermöglicht es einem, davor zu stehen. Und dann muss man es noch ergreifen können.
Es passiert häufig. Es ist gar nicht unüblich. Das ist das gute Karma, das ein Mensch gemacht hat. Und jeder hat Gutes gemacht, auch Schlechtes, aber auch Gutes, dass es einem direkt vor die Tür bringt. Oder sogar schon in die Tür öffnet und hinein, man kann hineingehen. Und dann geht's nicht weiter. Und wieso geht's nicht weiter? Weil unsere Wünsche und Begierden im Weg stehen. Und das ist das, was wir erkennen können und müssen. Wenn sie uns im Weg stehen, so tun sie das eben. Aber wir müssen mal erkennen, dass sie es tun. Was wir in Wirklichkeit aber machen, wir rechtfertigen die Wünsche und Begierden. Und diese Rechtfertigung verbaut uns den Weg. Wir rechtfertigen ja auch unsere Ablehnung, unseren Widerwillen, unseren Hass, unseren Zorn, unseren Ärger. Wir rechtfertigen, dass andere schuld sind. Alle möglichen Leute sind an irgendwas schuld. Und diese Rechtfertigung, die machen einen Schlussstrich. Da geht's nicht weiter. Solange man eine Rechtfertigung außerhalb von sich selber findet, kann kein Fortschritt kommen, weil das ist keine Geistesübung. Das ist das, was jeder macht. Eine Geistesübung ist im Prinzip, um es ganz einfach zu sagen, vielleicht zu einfach, ist genau das Gegenteil von dem, was alle anderen machen. Wenn wir uns also einmal den edlen achtfachen Pfad vornehmen und sagen, aha, der soll uns also dorthin bringen, wenn wir diese Schritte machen, wo ich sein möchte. Was ist da zu tun? Das Erste ist, wie ich schon sagte, dass wir wissen, es muss anders gemacht werden. Ganz anders. Im Prinzip ist das spirituelle Leben 180 Grad umgedreht von dem sogenannten materiellen Leben. Man braucht nicht glauben, dass materielles Leben immer mit Geld zu tun hat. Das materielle Leben ist die Dualität. Das materielle Leben ist das typische Alltagsleben, mit dem jeder zu tun hat. Ich kann nicht, ich will nicht, ich kann, ich will haben, ich will loswerden, ich werde sein, ich werde nicht sein. Alle diese Dinge sind alles materiell. Solange es sich nicht darum handelt, den Geist und das Herz zu läutern, solange ist es materiell. Das Wort materiell ist natürlich wieder ein Wort, was falsch verstanden wird, was mit Geld zu tun hat oder mit Ware, mit Materie. Materie ist nicht nur Ware oder Geld, sondern Materie ist all das, was wir solide machen wollen. Es gibt nichts, was solide ist. Aber es gibt vieles, was wir solide machen wollen. Wenn zum Beispiel eine Beziehung, die wir haben, eine menschliche, solide machen wollen, das ist materiell. Es gibt nichts Solides. Alles ist im Fluss, die ganze Zeit fließt. In dem Moment, wo wir es solide machen wollen, das heißt, wir haften an, ist bereits etwas hineingekrochen, was Schmerz verursacht. Das, was spirituell ist, kann nie Schmerz verursachen und auch nie Angst, weil es einfach mit dem ganzen Universum mitfließt. Ständig im Fluss, ständig in Bewegung. Daher ist der Unterschied zwischen spirituell und materiell ein sehr subtiler auch. Und man muss ihn auch untersuchen. Wenn wir uns dem achtfachen Pfad nähern wollen, so ist das Erste, dass wir uns klar darüber sind, will ich es anders machen? Wenn die Antwort ja ist,
Was will ich anders machen? Wenn die Antwort ist, mich selber, können wir weitermachen. Wenn die Antwort sein sollte, meine Arbeitskollegen, ist schon erledigt. Oder mein Partner, oder meine Eltern, oder was immer es sei, oder ein Lehrer, dann brauchen wir gar nicht mehr weiter nachzudenken. Ist erledigt. Sollte die Antwort sein, mich selber, ja, dann haben wir einen Zugang. Dann ist eine Öffnung vorhanden. Dann der zweite ist, sind wir uns klar darüber, dass wir mit jedem Gedanken Karma machen? Und wenn uns das nicht klar ist, könnten wir darüber mal nachdenken, ob das eventuell logisch, vernünftig zu verstehen ist. Jeder Gedanke macht Karma. Das heißt, jeder Gedanke als Ursache hat eine Wirkung. Wir müssen sie nicht aussprechen. Das ist natürlich nicht eine Wirkung. Wenn wir es aussprechen, haben wir die Wirkung. Oder die Handlung ist noch stärker. Aber es braucht das gar nicht zu sein. Was wir denken, sind wir. Wenn wir uns zum Beispiel, nur ein ganz banales Beispiel, ständig an Essen denken, dann sehen wir auch demnach aus, ne? Oder wenn wir nur an Dinge denken, die zu irgendwelchen Selbstunterstützung dienen, dann benehmen wir uns auch so. Und jeder merkt's. Wir brauchen es nicht extra anzukündigen. Und das ist das Interessante dabei, vielleicht für jemanden, der es ernst meint. Wir glauben immer, dass das, was wir denken und nicht aussprechen und auch nicht handeln, dass das sozusagen ein wohlbehütetes Geheimnis sei. Was wir mit uns herumtragen und daher in uns haben und wo dem keiner was weiß. Das ist ein ganz grober Gedankenfehler. Dazu braucht keiner Gedankenleser zu sein, um zu spüren, was für Art Gedanken ein Mensch hat. Wir brauchen nicht, ich meine damit nicht, dass wir nun genau wissen, der hat jetzt gedacht, dass er sein Auto rechts parken soll statt links. Sowas nicht. Oder dass er jetzt unbedingt nach Hause gehen muss. Nicht so weit, so etwas. Sondern die Art des Denkens, die ein Mensch hat, äußert sich in allem. In allem, was ein Mensch ist. Ich nenne das dann immer unsere Ausstrahlung. Da kann keiner dran vorbei. Und diese Ausstrahlung hat jeder. Da braucht man gar nicht, man braucht noch nicht mal auf den Gesichtsausdruck schauen, obwohl das natürlich auch hilfreich ist. Es ist einfach vorhanden. Diese Ausstrahlung ist sozusagen das, von dem wir bombardiert werden, von allen Seiten, von allen Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Daher müssen wir unsere eigene so festigen können, dass sie nicht von anderen in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn sie nicht gefestigt ist, dann wankt sie. Die meisten Menschen wanken. Sie sind sich nicht sicher. Sie sehen nicht klar. Wieso nicht? Weil sie die Dinge nicht so sehen, wie sie wirklich sind, sondern wie sie gehört haben, gelesen haben, erzählt bekommen haben und wie sie sich's wünschen. Wunschgedanken
das Paradies, zu dem Petrus die Schlüssel hat. Eine schöne Geschichte. Ein Wunschgedanke. Es gibt ein Paradies. Aber Petrus hat nicht die Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Das wäre viel vernünftiger. Die Lehre des Buddhas ist pragmatisch. Sie ist vernünftig, aber sie ist auch transzendierend. Aber wenn wir nicht mit Herz und Geist und unseren Füßen auf diesem Erdboden stehen und erst einmal das tun, was angesagt ist, dann haben wir kein Sprungbrett. Es gibt viele Menschen, die gerne ein spirituelles Leben führen und schwirren sozusagen in, was sie höhere Regionen nennen, rum. Da ist kein Sprungbrett vorhanden. Hier mit den Füßen auf dem Erdboden sich abstoßen können. Das ist der Weg. Daher, jeder Gedanke macht Karma. Jeder einzelne Gedanke ist daher zu beachten. Jeder einzelne Gedanke bedeutet etwas. Und nicht einfach zulassen, sondern erkennen und sehen, ob ich mir selber damit schade. Und wenn ich mir selber damit schade, habe ich automatisch der Umwelt geschadet. Ich denke, dass die meisten Menschen nicht der Umwelt schaden wollen. Aber sie wissen gar nicht, dass sie es tun. Mit jedem negativen Gedanken schaden sie der ganzen Umwelt. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die das auch sehr gewohnheitsmäßig tun, und das gibt viele, und sehr oft tun, es gar nicht merken. Daher, aufpassen. Das erste ist also, wissen, anders geht es. Aber anders geht es nur in mir selbst. Zweitens, jeder Gedanke macht Karma. Das ist der Anfang des Weisheitsweges. Das heißt, die rechte Ansicht. Es ist auch das Ende des edlen achtfachen Pfades. Es ist sozusagen eine Kreisbewegung. Der Anfang ist, ich begebe mich dorthin, aus diesen Gründen. Und das Ende ist, dass eine ganz andere Ansicht kommt, oder besser gesagt, eine ganz andere Sicht. Ein ganz anderes Blickfeld. Ein ganz neues Blickfeld, für was Menschheit, Welt, Universum bedeuten. Nicht auf der wissenschaftlichen Ebene, obwohl die auch nichts anderes sagt, als was der Buddha sagt, nur mit anderen Worten, sondern durch den Zugang des Herzens und des Geistes. Der zweite Teil von dem Weisheitsteil des Achtwandwades heißt die rechten Absichten. Das bedeutet, unsere Motivation zu untersuchen. Wieso? Warum mache ich, was ich mache? Die meisten Menschen lassen sich von Instinkten, Trieben und Impulsen leiten. Das ist das Natürliche. Und da wir ja das Natürliche sehr hoch jetzt im Kurs steht, so machen wir immer schön weiter.
Aber das Natürliche auf der spirituellen Ebene bringt uns nicht einen kleinsten Schritt weiter. Das Natürliche auf der spirituellen Ebene lässt uns da, wo wir sind, im menschlichen Dilemma. Der Weg bedeutet, den Pfad zu gehen, bedeutet, darüber hinauszuwachsen, über das, was natürlich in uns ist. Instinkt, Impuls ist natürlich. Wir können alle Tiere beobachten. Sie handeln nach Instinkt und Impuls. Und auch nach Begierde. Das wollen wir nicht. Das heißt also, um dabei dahinter zu kommen, wieso wir eigentlich machen, was wir tun, sollten wir unsere Motive untersuchen. Wenn so ein Motiv nichts weiter ist wie Selbstunterstützung oder Selbstbestätigung oder Wunscherfüllung, so kann man das eventuell mit etwas Skepsis betrachten, ob das wirklich hilft. Und selbst wenn man es dann dennoch tut, so hat man wenigstens mal kennengelernt, was es bedeutet, die Impulse und die Begierden und die Instinkte laufen zu lassen. Denn was da geschieht, ist, dass sie einen in Bahnen lenken. Und manchmal in Bahnen, aus denen wir in diesem Leben nicht mehr raus können, weil diese Bahnen Verpflichtungen mit sich bringen. Weil diese Bahnen so gelaufen sind, dass wir nicht einfach sagen können, ach, ich habe mich geirrt, tut mir leid, mach was anderes. Unsere Motivationen sind aber hinter jedem Gedanken. Daher können wir jeden Gedanken untersuchen. Und wenn wir das tun, wenn wir unsere Gedanken untersuchen, wozu wir das eigentlich denken, dann werden wir sehr bald merken, dass ja 50 bis 60% der Gedanken unnütz sind. Dass man genauso gut sich hinsetzen könnte und mal ganz ruhig werden, kontemplieren, meditieren, ohne zu denken und viel mehr erreichen würde. Selbstverständlich sind einige dieser Gedanken sind notwendig, wenn es sich um unseren Lebenserwerb handelt. Das ist gar keine Frage. Aber was wir sonst noch alles denken, und das sind ja Tausende am Tag, ist nichts anderes wie ein gewohnheitsmäßiges Arbeiten des Geistes, weil wir nicht gelernt haben, ihn zur Ruhe zu bringen. Und dieses gewohnheitsmäßige Arbeiten des Geistes ist sehr oft mit Gier verbunden oder sogar auch mit Hass. Noch häufiger mit Gier. Was man alles haben könnte, wenn. Es ist äußerst hilfreich, mal die Motivation fürs Denken zu untersuchen. Und da kann man, wenn man ein bisschen Sinn für Humor hat, die meisten Menschen haben ein bisschen Sinn für Humor, darüber lächeln, was man da alles denkt. Wenn man gar keinen Sinn für Humor hat, das ist selten, dann weint man vielleicht, ist auch okay. Aber im Prinzip sollte man darüber lächeln können. Der Geist macht, was er will. Und deswegen meditieren wir ja, damit er mal nicht macht, was er will, sondern damit wir mal in Bahnen lenken können, wo er lenkbar wird.
wo er flexibel wird, wo er weich und geschmeidig wird. Diese Worte hat der Buddha benutzt für den Geist. Also der zweite Schritt auf diesem achtfachen Pfad bedeutet, die eigenen Motivationen zu untersuchen. Es gibt Menschen, die es gar nicht so genau wissen wollen. Ist auch in Ordnung. Jeder macht, was er will, sowieso. Das sind Anweisungen des Buddhas, wie man Dukkha loswerden kann. Ein für alle Mal. Wenn man es nicht genau wissen will, ist auch gut. Dann wird man es vielleicht im nächsten Leben mal los. Muss ja nicht gleich sein. Ich weiß nicht, wie oft und wie lange Zeit wir haben, aber da wir ja schon sehr oft da waren und es nicht geschafft haben, so kommt es auf einmal mehr vielleicht auch nicht mehr an. Aber nachdem wir nun diesmal die Gelegenheit haben, die Lehre des Buddhas zu hören, so wäre es vielleicht ein großes Glück, mal damit anzufangen. Dieses Untersuchen der Motivation heißt, hat einen Namen, einen technischen Namen, Wissensklarheit. Und hat vier Schritte. Es ist natürlich eine Vorbedingung, dass man erstmal weiß, was man eigentlich denkt. Das heißt, man weiß den Inhalt. Das lernen wir in der Meditation, das Etikettieren. Man das im täglichen Leben mal weiß, was man eigentlich denkt. Und sich nicht immer ein X für ein U vormacht. Was man eigentlich gerne denken möchte, aber gar nicht denkt. Sondern wirklich denkt. Und dann, wenn man weiß, was man denkt, dann untersuchen, welchen Zweck verfolge ich damit. Und wenn dieser Zweck ein guter ist, den ich festgestellt habe, der ist gut, ist ein guter Zweck, den ich mit diesem Gedanken verfolge. Dann, als nächstes, ist das, was ich da denke, auch das beste Mittel, um diesen Zweck zu verwirklichen. Und wenn das auch bejaht wird, als drittes, sind beide, Mittel und Zweck, im Sinne des Dhamma, im Sinne der höchsten Wahrheit. Oder würde der Buddha das machen? Ganz einfach. Und wenn das auch bejahend ist, dann machen, was immer der Gedanke einem eingegeben hat. Oder den Gedanken weiterführen. Und am Ende dieser Überlegung, dieser Motivationsüberlegung, kann man untersuchen, ob man den Zweck erfüllt hat. Und wenn dieser Zweck, den man als hilfreich und gut erkannt hatte, sich herausgestellt, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Wieso nicht? Was ist schiefgelaufen? Nur so lernt man was. Alles andere sind Worte, sind Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen, aber man lernt nichts. Nur wenn man sich selber untersucht und sieht, wie das läuft bei ihm. Und dazu kommt dann auch eines Tages, ganz sicher, wenn man es lange genug gemacht hat, die Einsicht, dass Gedanken einfach Gedanken sind und weiter gar nichts. Sie sind weder ich, noch gehören sie mir, noch sind sie wichtig, das sind einfach Gedanken. Manchmal sind sie zweckmäßig. Selbstverständlich. Und wenn man das erkannt hat,
hat man einen großen Schritt getan. Dann hat das Ego einen kleinen Ruck bekommen. Mehr kann man im Moment vom Ego nicht verlangen. Das sind die beiden ersten Schritte des achtfachen Pfades. Da ich anfangen muss zu husten, höre ich damit auf jetzt.